Das Xiaomi Mi Band erfreut sich jetzt schon einiger Jahre großer Beliebtheit. Und wenn man sieht, wie sehr sich das Fitnessarmband in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, ist es schon bewundernswert zu sehen, wie viel man für gerade einmal 30 Euro bekommt. Jetzt ist das Mi Band der fünften Generation in Deutschland endlich erschienen. Und ob es die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortschreiben kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! In Deutschland kommt das Mi Band 5 als Mi Smart Band 5 auf den Markt. Ich werde aber trotzdem der Einfachheit halber immer Mi Band 5 sagen. Und wieso das so wichtig ist, dazu werde ich am Ende des Videos nochmal was sagen. Das Design ist etwas, was mir bei dem Mi Band 5 sehr gut gefällt. Vor allem auch besser als bei den meisten Konkurrenten, wo wir eher kantigere Designs finden. Da finde ich dieses runde Design einfach schöner und schlichter. Die Form ist natürlich für ein Fitnessarmband typisch eher länglich und nicht wie bei Smartwatches quadratisch, was das Band etwas unscheinbarer macht. Dementsprechend ist natürlich auch das Display nicht sonderlich groß, aber größer als im Vorgänger. Es handelt sich um ein 1,1 Zoll AMOLED-Farbdisplay mit Touch und eine Helligkeit von 450 Nits, wodurch man auch im Sommer bei viel Sonnenlicht keine Probleme haben wird, die Inhalte zu erkennen. Eine automatische Anpassung der Helligkeit an die Umgebung gibt es allerdings nicht. Dazu fehlt nämlich der entsprechende Sensor. Das heißt, ihr müsst die Helligkeit immer manuell einstellen. Das Einzige, was wir nämlich außer dem Display noch auf der Vorderseite des Mi Bands finden, ist ein kleines Touchfeld unter dem Display, was als Home- und Zurücktaste fungiert. Das Menü kann individuell angepasst werden und bietet zahlreiche Funktionen, also neben dem Anzeigen der Uhrzeit natürlich, die Anzahl der Schritte, der Puls, das Stresslevel, Atemübungen und 11 unterschiedliche Sportmodi. Dazu könnt ihr auch die Musik eures Smartphones steuern und euch dessen Nachrichten anzeigen lassen. Antworten könnt ihr auf dem kleinen Display aber natürlich nicht darauf. Noch mehr Anpassungen könnt ihr natürlich mit der Mi Fit App vornehmen und dort zum Beispiel eine dauerhafte Überwachung des Herzschlags oder ähnliches aktivieren, was aber natürlich auch eure Akkulaufzeit verringert. Aber keine Angst, auch so kommt das Mi Band 5 auf gute 10 bis 14 Tage Akkulaufzeit, je nachdem, welche Funktion ihr aktiviert und wie hell ihr das Display einstellt. Das ist tatsächlich etwas weniger als bei Mi Band 4, was einen 10 mAh größeren Akku und ein kleineres Display hatte, aber es ist immer noch phänomenal, gerade wenn man es mit Smartwatches vergleicht, die man häufig alle paar Tage aufladen muss. Das Aufladen war bei vergangenen Modellen immer ein großer Kritikpunkt, da man das Gerät immer erst aus dem Band herausfummeln musste, um es dann aufzuladen. Jetzt bei Mi Band 5 haben wir ein magnetisches Aufladekabel, was wir einfach an die Rückseite des Mi Bands dran machen können, was auf jeden Fall eine viel bessere Lösung ist. Das Armband ist sehr schlicht, gerade in der Farbe Schwarz, aber es gibt im Internet auch Armbänder in vielen, vielen anderen Farben, gerade von Drittanbietern. Des Weiteren könnt ihr auch das gesamte Mi Band 5 im Wasser benutzen, da es bis zu einer Tiefe von 5 Metern wasserdicht ist. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, in denen sich die China-Version, das eigentliche Mi Band 5, deutlich von der globalen Version, dem Mi Smart Band 5, unterscheidet. In China haben wir nämlich zusätzlich noch NFC, einen SpO2-Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts und Unterstützung für Sprachassistenten. Das alles fehlt in der globalen Version. Es gibt auch einige Gerüchte, dass das Mi Band 5 noch als Pro-Version kommen soll, in der dann diese Funktionen enthalten sind, aber Stand jetzt haben wir eben nur das normale Mi Smart Band 5 ohne Pro. Und das unterscheidet sich eben kaum von seinem Vorgänger. Eigentlich ist nur das Display ein bisschen größer geworden und der Akku tatsächlich sogar 10 mAh kleiner, weshalb ich sagen würde, dass es sich eher nicht lohnt, von Mi Band 4 aufs Mi Band 5 zu switchen. Es sei denn, euch nervt wirklich die alte Lademöglichkeit und ihr wollt das magnetische aufladen. Ansonsten bleibt das Mi Band 5 aber natürlich ein erstklassiger Fitness-Tracker, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis her eigentlich nicht zu schlagen ist. Das heißt, wenn ihr noch keinen Fitness-Tracker habt oder ein älteres Modell, dann würde ich sagen, dass sich das Mi Band 5 auf jeden Fall lohnt. Aber an der Stelle würde mich einfach mal eure Meinung interessieren. Findet ihr, dass das Mi Band 5 ein gelungenes Gerät ist oder sagt ihr, dass es ein bisschen zu wenig Updates sind? Schreibt doch eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um auch die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.